und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht weiter mit der GPZ. Und zwar werden wir uns jetzt den Vergasern widmen. Jetzt baue ich, die habe ich ja schon im letzten Video soweit freigelegt. Jetzt baue ich die aus. Und zwar müssen wir erstmal hier unten da diese Schellen lösen. Ah, das ist ein Kreuz. Stelle Nummer 1. Und Stelle Nummer 2. So, jetzt sollte er sich einfach so abziehen lassen. Da kommt er auch schon. So, jetzt müssen wir erstmal den Choke aushängen. Das ist der hier. So, das war der Choke. Dann müssen wir den Gasgriff also den Gaszug aushängen. Das ist Nummer 1.
Natürlich wird der zweite ist eins immer ein bisschen komplizierter. So, da ist auch schon der zweite los. Na, wo habe ich mich denn jetzt hier verhakt? So, da haben wir die ganze Misere, die Vergaser. Das hier sind die Ablassschrauben für die Schwimmerkammern. So, und jetzt sieht man das. Das hier sind die Drosselklappen. Öff. So ein bisschen Platz machen. Und man sieht, sind beide Düsen anscheinend frei. Oder wo droppt das raus? Kann ich nicht lokalisieren. Ah, da. So, dann wollen wir uns mal ans Zerlegen machen. Den Schlauch ab. Den Benzinschlauch ab. So, als erstes nehme ich mal, lasse ich mal komplett den alten Sprit hier raus. Auf jeden Fall war in den Vergasern schon mal jemand, das sieht man. Gut, dann machen wir mal die. Erstmal. So, da haben wir die erste. Der sitzt so, das ist der Vergaser rechts. Ja, was auch noch ganz wichtig ist, packt die Sachen genau dahin wieder, wo die gesessen haben, beziehungsweise an die Vergaser, wo die gesessen haben. Deswegen einmal beschriften.
So, die erste Schraube der Schwimmerkammer hat sich gelöst. Das ist Vergaser rechts. Ich weiß nicht, warum die Schrauben so fest sitzen. Aber ich habe gelesen, die sollen nicht so hart angedreht werden. Macht doch alles schön einfach, wesentlich einfacher. So, jetzt muss ich mir eben von meinem Vater Werkzeug klauen. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich brauche einen dicken Schraubendreher. Meine Güte! Wer hat das Ding denn festgewimst, ey? Oder kriege ich die Schwimmerkammer schon so ab? Eigentlich so, eigentlich schon, ne? Ah, da ist er. Guckt euch mal an, was für eine Sauerei da in den Schwimmerkammern ist. Bah. Kein Wunder, dass der. Das ist der rechte Vergaser. Genau der Zylinder läuft nicht. Guckt euch mal an, was da für ein Dreck drin ist, ey. Ah. So, die nächsten. Man sollte nicht hebeln, aber ich versuche mal mit meinem Schonhämmerchen, mit einem leichten Schlag.
Da hat sich auf jeden Fall einer irgendwie schon zu schaffen gemacht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Diesen ganzen Dreck. Ah ja, da kommt der zweite. Da ist der zweite. Schaut euch mal dieses. Boah, alter Falter. Was ist das denn? Irgendwelche Ablagerung? Keine Ahnung. Das war Vergaser rechts. Vergaser links. So. Dann wollen wir mal weiter machen. Das weiß ich jetzt gerade. Müsste eine Düse sein. Ja, das ist die Vergaserdüse. Die sitzt relativ frei. Ja, die sitzt frei. Das ist Vergaser links. Das ist Vergaser links. Das ist jetzt Vergaser rechts. Uiuiuiuiuiuiui. Die Düse ist dreckig wie Sau. Ich habe die Schwimmerkammern vertauscht. Schon mal kann man ein bisschen andersrum. Da gehe ich kein Risiko ein und versuche es nicht selbst zu reinigen. Der muss auf jeden Fall zum Ultraschall. Also werde ich den zerlegen. Werde doch die 70 Euro investieren und diesen Vergaser zum Ultraschall geben. Jetzt werden wir erstmal die Membrane ausbauen.
Den, glaube ich, gebe ich wirklich zum Ultraschallreinigen. Feder ist auch falsch schon drin. Da war auf jeden Fall schon mal jemand dran an dem Vergaser. So, jetzt mal ganz vorsichtig sich die Membran rausnehmen. Scheint mir in Ordnung zu sein. Die Düsennadel. Ich mache das mal ein bisschen anders. Das ist noch alles wunderbar, okay. Hier ist die Membrane auch noch sehr gut. So. Was muss denn noch alles raus jetzt gerade?
Das nächste. Das ist Vergaser links. Das ist Vergaser rechts. Das sind die müssten die Gemischeinstellschrauben sein. Oder Leerlauf-Gemischeinstellschrauben. Eins. Zwei. Zwei Umdrehungen sind sie draußen. Oder war der draußen? Eins. Ach, nee, jetzt eins. Zwei. Zwei Umdrehungen. Leerlauf-Einstellschrauben kommen nach werden neu. Oh Mann, das ist alles angelaufen. Ja, so schnell kann ein Projekt andere Ausmaße annehmen. Wie man hier sieht, da der Vergaser hat einen Riss und das ist kein neuer, der jetzt beim Demontieren aufgetreten ist. Das ist ein alter Riss. Hier, das sieht mir auch irgendwie nach kaputt aus. Hier, der andere, der ist noch intakt, der andere Vergaser. Ja, was mache ich jetzt? Ich werde auf jeden Fall einen neuen Vergaser benötigen. Anders geht das nicht. Deswegen beende ich das jetzt hier erstmal. Und deswegen sage ich, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der GPZ hier weitergeht, abonniert mich auch. Fragen, Anregungen, Kritik unten rein in die Kommentare und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, wenn es mit der GPZ weitergeht. Ciao. No, God! No, God, please, no! No!